Wir demontieren heute ein Fenster und ersetzen es durch ein neues. Ich bin Marc Molter und willkommen zu meinem neuen Video. Bevor ich allerdings mit der Montage beginnen kann, muss erstmal das alte Fenster raus. Dieses gestaltet sich ziemlich schwierig, weil dieses Fenster ziemlich fest mit der Wand verbunden ist und ich die Verbindungsstellen nicht mehr so ohne weiteres auffinden kann. Ich möchte auch versuchen, die innere Wand, also meine verputzte Wand, nicht zu stark zu beschädigen, da ich sonst größere Reparaturen vor mir hätte. Also entferne ich hier vorsichtig jedes Einzelteil und breche die einzelnen Holmen vorsichtig heraus. So kann ich Stück für Stück mein altes verbautes Holzfenster demontieren. Das neue von mir bestellte Fenster ist leider sehr schwer, deshalb habe ich die einzelnen Flügel ausgehangen, um es besser transportieren zu können. Ich stelle es nun in meine Öffnung, in mein Loch und probiere, ob es passt. Da nun leider das Originalfenster eingeputzt war, musste ich nun mein neues Fenster um wenige Zentimeter kleiner bestellen. Um etwas an Höhe zu gewinnen, habe ich noch ein Unterbauprofil. Dieses montiere ich unter das Fenster, um es etwas anzuheben. Somit gewinne ich etwas an Volumen. Dieses Profil war leider nicht in Weiß erhältlich, sondern es ist grau, aber das kann ich später mit einem weißen Winkel verdecken. Außerdem habe ich noch einen Vorteil, ich kann nun von der Außenseite eine Fensterbank hier aufschrauben. Habe ich das Fenster soweit eingesetzt, richte ich es aus. Hier ist es wichtig, dass wir das Fenster absolut waage einbauen. Bitte achtet darauf, auch wirklich an allen Holmen mit einer Wasserwaage nachzumessen und baut dieses Fenster waage ein. Und noch ein Tipp, wer hier am Fenster spart, hat beim Einbau große Probleme. Ich habe ein Fenster gekauft mit einem Stahlprofilrahmen. Somit habe ich folgenden Vorteil. Ich kann nun hier frei wählen, wo ich meine Befestigungslöcher in den Rahmen einbohre. Meistens wählt man sich links und rechts zwei Befestigungspunkte. Hier bohren wir in den Rahmen mit einer Bohrmaschine ein und können dann hier mit einer Schlagbohrmaschine links und rechts in die Wand einbohren. Durch diese Verbindungspunkte können wir nun unser Fenster mit sogenannten Rahmendübeln befestigen. Achtet bitte hier darauf, es gibt Rahmendübel aus Kunststoff und auch Rahmendübel aus Stahl. Ich verwende die Rahmendübel aus Stahl. Diese haben einen Vorteil, hat man sie auf Position gebracht und zieht sie an, verziehen sie das Fenster so gut wie nicht mehr. Was also bedeutet, ich muss hier so gut wie nichts mehr unterlegen. Alternativ kann man das Fenster auch im Notfall noch nach oben verschrauben oder wenn es gar nicht anders geht, natürlich auch nach unten. Man sollte aber die Verschraubung nach unten, wenn möglich, vermeiden. Haben wir nun unser Fenster so verschraubt, überprüfen wir nochmal alles auf korrekten Sitz und können nun hier eventuell auch schon unsere Fensterflügel einhängen. Nun fehlen noch meine beiden Fenstergriffe, diese montiere ich auch schnell noch. Und kann somit nun mein Fenster auch ordnungsgemäß öffnen und schließen. Kommen wir nun noch zur Abdichtung des Fensters. Hier gibt es ja verschiedene Methoden, wie zum Beispiel Folien, Quellband oder das Einschäumen. Ich verwende hier die ältere Methode des Einschäumens. Da das Einschäumen auch mitunter ein leichtes Risiko mit sich bringt, es könnte ja passieren, dass Schaum auf den Rahmen des Fensters gelangt und ihr das nicht mehr entfernen könnt, klebe ich hier den kompletten Rahmen innen wie außen mit Tesa-Krepp ab. Somit kann ich nun mein Fenster gefahrlos ausschäumen. Achtet darauf, dass ihr hier hochwertigen Schaum verwendet und achtet auch darauf, dass der Montageschaum keine zu große Ausdehnung hat. Haben wir das Ausschäumen nun fertiggestellt, beobachten wir den Schaum beim Trocknen. Das heißt, schaut immer mal nach dem Schaum und eventuell drückt ihn auch noch mal etwas nach, nicht dass er zu stark hervorquillt. Ist der Schaum nun ausgehärtet, können wir ihn dementsprechend nacharbeiten, das heißt die Überstände abschneiden und dann eventuell unsere Beschädigungen noch nacharbeiten, indem wir zum Beispiel die Innenwände wieder reparieren, also hier in meinem Fall etwas beiputzen. So, und damit ist der Einbau des Fensters erstmal soweit abgeschlossen. Was jetzt noch für Arbeiten anstehen, wäre das Beiarbeiten der kleinen Ausbrüche hier ringsherum. Zum Glück ist nicht so viel beim Ausbau des alten Fensters kaputt gegangen. Das heißt, ich kann das eventuell mit Beiputzen lösen oder man nimmt hier diese Kunststoffwinkel. Diese gibt es ja in verschiedenen Maßen. Diese kann man umlaufend anbringen und hat somit dann auch diese Beschädigungen überdeckt. Als nächstes möchte ich dann
an diesem Fenster noch ein Rollo anbringen oder mehr sagen vor diesem Fenster, um einigen Fragen vorzubeugen. Ich habe das Rollo extra nicht auf das Fenster montieren lassen, damit ich hier maximalen Lichteinfall habe. Im Außenbereich habe ich noch genug Platz für das Rollo, das heißt, es wird vor das Fenster gesetzt und ich kann es schön nach oben setzen und habe somit so viel wie möglich Licht hier in meinem Flur und kann es nachträglich noch in einem weiteren Video installieren. Das ist dann bestimmt auch noch mal recht interessant für euch als Zuschauer zu sehen, wie man sowas einbaut. So, damit komme ich dann auch erstmal zum Ende dieses Videos. Hat euch mein Video in irgendeiner Form gefallen oder weitergeholfen, würde ich euch um einen Daumen hoch bitten. Wollt ihr noch mehr meiner Videos schauen? Kein Problem, abonniert hier einfach meinen Kanal, denn abonnieren auf YouTube ist natürlich kostenlos. Ich sage damit Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Marc auf YouTube.